Endlich geht's weiter mit Mario und Luigi Dream Team Brothers. Ganz kurz zur Erklärung. Ich habe ja auch am letzten Montag schon ein Infovideo dazu hochgeladen. Im Real Life kamen ein paar private Sachen dazwischen, die dazu führten, dass ich keine Videos aufnehmen konnte. Und die ganze Woche kamen nur Videos, die ich schon aufgenommen hatte. Und dazu zählte leider kein Mario und Luigi. Der Plan wäre gewesen, dass ich noch welches aufgenommen hätte, aber das hat sich halt nicht ergeben. Es tut mir leid, es hat nichts mit dem Spiel zu tun und nichts mit den Views zu tun und nichts mit keinem Bock zu tun oder so. Es ging einfach nicht. Jetzt geht's weiter und ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe auch die Zeit genutzt, in der Tat. Nicht aufnehmen können heißt ja nicht untätig sein, denn ich habe 2 Levelchen gelevelt. Ja, also offscreen, man will es nicht übertreiben. Und wir sind hier stehen geblieben beim Elite-Trio. Gumbernd, Parodi und Gaido. Gaido war der Name. Gumbernd, Parodi und Gaido. Ja, und was die drauf haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Oh Mann, das wird eine bunte Sache, glaube ich. Die gab es ja schon in Abenteuer Bowser und die gibt's auch wieder in Mario und Luigi Superstar Saga und Bowsers Schergen als Bowsers Schergen. Untergumba, Gaido. Boah, keine Ahnung. Das ist eine vielfältige Sache, oder was? Warum habe ich keine... Fürchte, dann muss ich mich erstmal drum kümmern. Ja, okay. 40, ich nehme Ultrasirup. Hätte ich dran denken sollen, ey. So, aber dafür wird gleich geklotzt und nicht gekleckert. Zeig erstmal, was ihr vorhabt. Gut. Ich hätte... Ja, was zum... Guck mal, wer am nervigsten ist. So, die Kanone wird geladen. Was habt ihr alles Komisches vor? Hä? Das ist mal wieder so ein Kampf, der gelernt werden muss vorher. Packen wir es einfach mal an. Traumfeuer. Ja gut, muss ich eh ein bisschen üben. Trifft alle, ja? Vorher springen und drücke B-Knopf, damit die Flamme wächst. Let's do this! Auf die Gefahr hin, dass ich ein bisschen verkalkt bin, was das angeht. Grabben. Selber hätte ich mit Mario machen müssen. Naja gut, immerhin ein Super. Hätte schlimmer laufen können. Ich glaube, die Goomba-Mächte sind unerschöpflich. Was hat Parodi zu bieten? Okay. Muss versuchen, ihm auf die Irme zu jumpen. Ja. Läuft so. Wow, die ganze Reihe durch. Die können also auch besiegt werden. Ich dachte, die wären quasi unendlich. Mann, Leute, ich wollte noch ein paar Texte loswerden, aber ich bin gerade mitten im Fight. Also was mein Offscreen Level betrifft. Moment, er wurde getroffen, ich nicht? What? Oder war das so knapp oder was? Traumkugel, ich weiß nicht, das trifft nicht alle. Versuchen wir es mit dem Traumhammer. Wenn das nicht der Hammer ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, Übung. Versuchen wir noch das Beste rauszuholen hier aus dem Move. Auf den Deckel, du Dackel! Mehr schlecht als recht. Vielleicht hätte ich mich wirklich mehr auf Gumbert konzentrieren sollen, als irgendwie die Mitte von allen zu treffen. Dann als nächstes der ominöse Traumsprung. Ja, ich muss eh bei jedem in Form bleiben, deswegen... muss ich da was lernen und tun. Der erste war nicht so cool, aber die anderen gehen für meine Begriffe voll klar. Sehr schön, aber es trifft halt immer nur einen. Das ist ein bisschen dämlich. Oder im Großen und Ganzen trifft es vor allen Dingen einen. Sagen wir es so. Ja, den Part direkt mit so einem Kampf zu beginnen, ist halt auch
echt so eine Sache, ne? Huh, das war aber knapp, Pikowski. Darf ich als nächstes wieder? Ich möchte mich gern heilen, wenn das genehm ist. Nein, eher nicht. Dann nicht so. Oh. Are you serious? Muss ich zur Kenntnis nehmen? Muss ich so akzeptieren? Und muss ich jetzt besser machen? Bleibt aber dabei, dass ich mich erstmal... Muss ich erstmal einen Ultrasirup nehmen? Ja, ist so. Jetzt weiß ich aber schon mal, was abgeht. Interessanter Bosskampf auf jeden Fall. Wird bei der Rückkehr des Projekts schon mal nicht gekleckert hier. Das ist gut. Der Angriff, der muss sitzen. Ne? Also, der muss gekontert werden. Vielleicht nehmen die Goomba-Massen doch irgendwann ein Ende. Also, Achtung. Gleich A-Button-Smashing. Muss ich mir schon mal merken. Ja, der Hammer, der ist es nicht ganz. Genauso der Sprung nicht. Ich würde es wirklich mit dem Feuer probieren. Trifft alle sehr gut, finde ich. Da braucht doch am meisten BP, aber... Datmut, Datmut. Ah, damit einer nicht. Was? Willst du mir erzählen, das war nicht so gut wie das davor? Das davor erschien mir viel schlechter. Aber wenn ihr meint... Das ist gemein. So, Achtung, jetzt kommt's. Feuer! Gumbert geht auch aus dem Weg. Ich drück schon mal wie so ein Verrückter, damit mir früher die Puste ausgeht. Ja, ich bin so schnell, seht euch das an. Wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann kann der mir gar nichts. Ich merke schon, der Witz in diesem Kampf ist vor allen Dingen zu überleben. Was, der hat alle zu Scheigeis verwandelt? Episch. Irgendwie. Ja, sollte ich mich doch mal heilen zwischendrin, weil das bringt ja nichts. So versessen zu sein. So, was habt ihr als nächstes vor? Ich hätte mich vor dem Bosskampf halt auch heilen können, aber... Pff, für Anfänger, Heilung. Ja, komm, räum da hinten ab. Das sieht gut aus. Ich sehe da extreme Lücken. Jetzt Traumfeuer nochmal. Das muss einfach sitzen. Ich will, dass es sitzt. Warum ging der eine nicht? Naja, besser. Ah, doch, die Massen, die kommen immer wieder da hinten. Was zum? Sie heilen sich gegenseitig. Gut, dann nochmal der Traumhammer. Auf Gumband und Co. Sehr gut. Vor allen Dingen auf Gumband. Doch, doch, das ist die effektivste Methode. Okay, der ist so gut wie down. Er hat nur noch ein KP. Wie gefällt euch das? Sowas nennt man Teamwork. Wenn ihr mich nicht alle drei von uns gleichzeitig besiegt, können wir gar nicht verlieren. Verrat doch sowas nicht. Tut mir leid, ich habe mich wohl etwas verquatscht. Ja gut, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Aber du bist so gut wie down, ist das Schöne. Oder? Ich verstehe. Hätte man noch viel öfter kontern können. Ist das Ding geladen? Warum? Aber der ist trotz allem stark geschwächt. Ich muss auf die anderen gehen. Trabben. Er wird immer schneller. Was will man machen? Hilft alles nichts. Oh ja, passt. Den kann ich schon richtig gut abtimen. Das ist kein Problem.
Jetzt hat er gar nicht so viele weggehauen da hinten. Na, was soll's? Heilung wird besser sein. So viel Zeit müssen wir uns nehmen. Machen die ja auch. Die heilen den aber fleißig, du. Er bringt ja alles nichts, ne? Immer feste Truff. Truffkapell, sag ich da. Klar, wird eine zähe Angelegenheit, aber ich erwarte hier auch einen fetten Bosskampf. Und den bekomme ich. Kann man sich natürlich nicht so dumm anstellen. Achtung, jetzt wieder die Schose. Das war alles? Ich glaube, ich muss eher auf Parodi drauf, weil er die ganze Zeit schwebt oder wegfliegt. Kriegst du nicht. Muhaha. Ich habe den Eindruck, dass Parodi bislang am wenigsten Schaden abbekommt. Deswegen braucht er mal eine kleine Behandlung. Traumsprung. Ja. Auf ihn. Let's go. Das möglichst perfekt sein. Ah! Mit perfekt hat er schon mal nichts am Hut. Aber exzellent ist es trotzdem. Gut, 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 gut. Am besten gleich nochmal. Ach, hat ihn das wieder aus den Socken gehauen? Weil der mit einem wiederbelebt werden musste? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, so wirklich. Alles klar, inzwischen weiß ich, wie der Hase hier läuft. Wen ich wie kontern zu habe. Weiß ich nicht, warum da auch immer nur noch ein Scheiger hier antanzt. Kugel? Trifft die Kugel auch Parodi? Ich glaube fast nicht. Wir machen dasselbe nochmal. Scheint mir das Vernünftigste, wisst ihr. Ja. Jawohl, das sieht doch super aus, du. Was? Und dann nicht richtig draufgesprungen. Okay, er ist der Meinung, dass es auch ihm nicht gut geht. Ich werde nochmal eine Nuss nehmen. Nicht eine Nuss. Ein Sirup. 40 BP. Nee, komm. Was soll der Geiz? Aber ich glaube, so lang dauert es dann auch wieder nicht mehr. Muss man mal sehen. Okay, okay, okay. Parodi ist am Heilen, ne? Wie nichts Gutes. Ja, da muss es noch. Ich ärgere mich richtig. Warum hat denn das nicht gesessen, du? Dann lief das so perfekt bis zu dem Zeitpunkt. Dann hole ich mir jetzt das i-Tüpfelchen. So. Jawohl. Besser. Und noch ein Toll von Mario hinterher. Da geht er down. Das ist gut. Jetzt sind alle ziemlich geschwächt. Wenn ich jetzt mit Angriffen komme, die alle verwunden, könnte das schon ziemlich episch werden. Na komm. Die werden so schnell. Okay, wenigstens hat mich keiner erwischt. Alle drei sind relativ geschwächt. Haut die Pilze raus, na klar. Er kriegt auch wieder auf den Latz. Der Gumbernd. Ich mag ihn. Ich mag Gumbernd. Keine Frage. Zumal er mir den Tipp gegeben hat und so, ne? Alle gleichzeitig erledigen. Das erinnert mich an was. An was erinnert mich das? Okay, Bomben! Also wenn ich... Ah! Gumbel, ich hätte es fast. Ja, du kannst... Was hattet ihr eigentlich vor? Und da gehen zwei down!
Das war gar nicht meine Absicht, da sind die selber mit Schuld. Ich kann jetzt den finalen Schlag setzen mit dem Traumfeuer. Heidewitzka, machen wir das! Konzentration, Mario, Luigi, 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 Mario, Luigi. Damn it! Aber trotzdem breit gefächert. Was? Ah, oh, einer steht noch. Ist denn das zu glauben? Muss ich nochmal auf den Parodi. Er heilt sich aber selbst vor allen Dingen. Das finde ich interesting. Ja, das muss einfach besser klappen. Und ich muss hier auf Gumband achten, habe ich. Das könnte auch der Finale. Ich glaube, deswegen kommt auch dieser Angriff, dass du damit... Oh nein. Gut, lass ihn den Triumph. Traumfeuer nochmal, komm. Es kann jetzt jederzeit alles vorbei sein. Es trifft ihn nicht. Da steht zwar eigentlich, dass es alle trifft, aber es trifft Parodi nicht. Er hat auch seine eigene Spezialbehandlung, fürchte ich. Kann er haben. Er ist down. Alle so gut wie down. Alle ist ein breit gefächerter Begriff. Ich muss Parodi nochmal eine einzelne Aktion widmen. Weil er scheint mir hier das nervigste Glied zu sein in meinem Gegnergespann. Und die anderen kriegen auch ihr Fett weg, ein bisschen. Jawohl, das ist, was ich wollte. Nochmal den fetten Angriff. Und wir erledigen das. Ich meine eigentlich euren fetten Angriff. Aber dann mache ich nochmal mein Feuerchen. Wirklich, Konzentration jetzt hat. Alle getroffen und alle gehen down. Ah! Erlösend. Das tut gut. War ein geiler Bosskampf. Wirklich, hat Spaß gemacht. Länger als ich dachte, wenn ich so auf die Uhr schaue. Aber ja. Es sind gute Jungs. Es sind gute Jungs. 2000... Okay, doch nicht so viel, wie ich dachte. Ich wollte noch was anmerken. Ja, ganz kurz, damit wir ein bisschen runterkommen. Ich wollte es die ganze Zeit erklären, aber... Es war doch zu hektisch. Ich habe ja offscreen gelevelt, von Level 24 auf Level 26. Und Level 26 gibt uns ja den Sternenrang. Wir haben ja beim Panzerrang bei beiden Charakteren das mit der Erfahrung erhöht, dass bei... Ja, dass mehr Erfahrungspunkte zusammenkommen, ja? Und bei dem Feuerblumen-Rang Ausrüstung. Dass jeder einen Ausrüstungsgegenstand mehr tragen kann. Jetzt, beim Sternrang, wäre zum Beispiel wieder möglich gewesen, Ausrüstungsrang, aber ich entschied mich dazu, Mario, ich war hin und her gerissen unter Sachen wie Sprungattacken haben 125%-fachen Wirkung oder bei Luigi 150-fache Verteidigung, Stahlkörper, aber ich war doch, mich hat etwas mehr angesprungen oder angesprochen. Und zwar die Tatsache, dass bei jedem Level-Up, im Falle von Mario, der Angriff nochmal plus 1 ist extra. Ja, bei jedem Level-Up. Und bei Luigi
Das geht nicht mit Verteidigung, oder habe ich zumindest nicht gesehen. Aber bei Luigi, bei jedem Level-Up, nochmal +2 zu den ohnehin schon dazukommenden KP. Ja, also mehr KP für Luigi, mehr Angriff für Mario bei jedem Level-Up. Warum habe ich das jetzt gemacht und nicht vielleicht bei dem nächsten Rang, dem Spezialrang? Keine Ahnung. Weil ich denke, da kann man dann immer noch die Sache bringen mit Konterexperte. Oder Stahlkörper heißt es, glaube ich. 150-fache Verteidigung für Luigi beispielsweise. Nur hätte ich es umgekehrt gemacht. Erst diese 125% Angriff und 150% Verteidigung durch Stahlkörper. Und danach, sage ich mal gesagt, bei jedem Level-Up steigt es eins mehr. Ne? Da haben wir jetzt ja mehr davon. Wisst ihr? Das war mein Gedankengang. Ich denke mal, eine Riesen-Niete gibt es nicht. Und es hätte schlimmer kommen können. So, Schluck aus der Pulle, Stimme geölt, es kann weitergehen. Ja, der Part war jetzt geprägt von einem Bosskampf, definitiv, aber wir können noch gucken, wie es weitergeht mit der Story, dass wir das langsam aber sicher ein bisschen abhaken. Oh, was war denn das? Schaut euch nur mal an, erbärmlich! Glaubt ihr wirklich, Schwächlinge, wir sind würdig, Bowser zu bewachen? Niemals! Ihr seid degradiert! Die Elite-Karte erhält eine neue Führung! Ihr übernehmt ab sofort Reinigungsdienst in Bowsers Festung! Ah! Hi, Carmack, verzeih uns! Ist so. Ach, ich mag die drei. So eine bunte Mischung. Sympathische Kerlchen, ich erkenne mich in denen wieder. Das ist irgendwie nicht ganz so gelaufen, wie ich gehofft hatte. Aber, naja, ist auch egal. Bowser hat die echte Peach sowieso schon längst entführt. Ja, was denn sonst? Ganz sicher, in diesem Augenblick sind die beiden sicher längst in Bowsers neuer Festung. Und ihr Richter, ihr werdet nicht länger benötigt. Ja, der ganze Aufwand für die Füße. Carmack, dieser Schurke, er hat uns hinters Licht geführt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zurück in die Wachwelt. Und dann wird es Zeit für eine neue Strategie. Aber echt, das war alles voll überflüssig. Carmack hat uns... Oder hat Bowser Zeit verschafft, uns aufgehalten. Prost Mahlzeit. Tja. Machen wir hier einen Shortcut. Ich meine, ich habe ja hier gelevelt. Okay, ein bisschen am Strand und ein bisschen hier. Aber nichtsdestotrotz. Was hast du nochmal alles im Angebot? Wenn man so fragen darf. Tja, willkommen. Was willst du denn? Ich bräuchte zum Beispiel die Ultra Sirup. Da wäre ein bisschen mehr vielleicht gar nicht so übel. Das Money haben wir ja. Bei den anderen bin ich jetzt mal geizig. Ausrüstung? Nicht, dass jetzt was Neues dazukommt. Bevor ich hier die Biege mache, gucke ich mir das an. Nö. Lame! Lame! Schiebung! So, hier gibt es ja Verbindungen zu überall hin. Das heißt, wir müssten relativ schnell wieder zum Portal kommen. So ist das. Deswegen zurück. Mal sehen, was Todsworth zu sagen hat in all der... Ja, in all der Sorge. Wenn er die Neuigkeiten erfährt. Na, Prostmahlzeit! Sag ich doch. Meister Mario, wie ist es euch ergangen? Habt ihr ein gutes Versteck für die Prinzessin gefunden? Dann war die Prinzessin eine Fälschung? Sehr gut, wunderbar. Ich meine, eine falsche Prinzessin. Was? Blitzmerker. Eine Fälschung? Ganz tief durchatmen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Sparta. Als erstes sollten wir zurück zu Blockhildes Laden. Vielleicht kann sie uns hier helfen. Todsworth bleibt da stehen in Schockstarre. Tässchen schlürfen. Tja, sie haben uns wirklich an der Nase herumgeführt, nicht wahr? Wahre Worte. Aber das war's schon leider
wieder für diesen Part. Der Kampf hat sich gezogen, aber es war ein geiler Kampf heute. Dafür einen Daumen nach oben und dass das Projekt jetzt weitergeht, regelmäßig, würde mich sehr freuen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.